Hallo YouTube und herzlich willkommen zu meinem ersten Guide, also Bild. So, zu meinem ersten Bild und zwar haben wir hier den Paladin. Wir sind Level 31, das geht aber durchaus auch mit niedrigerem Level. Also das Level ist nicht unbedingt nötig. Kommen wir mal direkt zum Equip. Und was notwendig ist für den Bild auf jeden Fall ist, dass ihr den Generalschlüssel als Startoption wählt. Das ist durchaus wichtig. So, dann könnt ihr euch nämlich sofort Astoras Schwert holen und seht natürlich zu, dass ihr auf 10 Beweglichkeit kommt, damit das getragen werden kann. Gestartet habe ich übrigens als Erika-Typi. So, ein Drachenwappenschild, der liegt hier direkt daneben. Den habe ich also genommen. Das ist Standard-Ding. Ja, und hier ist eigentlich ziemlich egal, was er tragt. Ich bin zu Hydra gelaufen, habe mir die Rittersachen geholt. Und mir ist der Reiskeiler-Helm gedroppt. Der Reiskeiler wurde übrigens gewone-hitted durch einen Blitzspeer. Da komme ich gleich zu. Und so, die Ringe sind ziemlich Standard. Ring der Gunst, indem ihr hier den Karim tötet. Und Havels Ring. Natürlich auch erreichbar durch den Generalschlüssel. So. Wichtig ist, dass ihr als erstes auf 25 Wille rusht. Damit ihr euch den Blitzspeer holen könnt beim Sonnenlichtaltar. Und ja, dann steht der Bild rein theoretisch schon. Wir haben hier einmal Heilung, haben den Blitzspeer. Und wie man sehen kann, der Blitzspeer, der macht enorm Schaden. Und wir halten halt auch was aus. Und das Schwert von Astora macht jetzt vielleicht nicht den größten Schaden, aber es ist durchaus akzeptabel. Das Moveset ist auch witzig. Hier vor allem mit dieser Stichattacke. So. Und ja, auch gegen Bosse, ne, ich brauche es ja nicht erwähnen, aber Magie ist sehr mächtig in Dark Souls. Und mit dem Blitzspeer könnt ihr halt ziemlich rumwüten. Läuft, dass ich treffe. Weiter rechts. Jetzt bin ich hier schon wieder am Rumalbern. So. Und ich denke mal, ich werde noch ein paar Szenen reinschneiden, wie ich mit dem Bild ein bisschen gespielt habe. Wie ihr die Dinge erreichen könnt, dass das so ist, wie es ist. Ich habe ja auch noch die Maske des Vaters. Das sollte euch einiges verraten. Obwohl das eigentlich gar nicht notwendig ist. Es ist wirklich nur notwendig. Ich glaube, diesen Bild kann man mit sehr niedrigem Level schon spielen. Das Astora-Schwert kann man auf jeden Fall ziemlich am Anfang tragen. Man muss halt nur die Beweglichkeit auf 10 bringen, die Geschicklichkeit. Und ja, dann auf 25 Wille rushen. Blitzspeer holen. Einmal auf Zaubereis gehen, um den zweiten Slot freizuschalten, wenn man dann seine Heilung möchte. Ich denke mal, das kann auch ein Level 20 Bild sein, ohne Probleme. Und damit könnt ihr wunderbar zocken. Wie gesagt, ich werde noch Szenen reinschneiden. Wie hier der Blitzspeer am Wüten ist. Und ja. Wenn euch der Guide gefällt, lasst mein Däumchen da. Könnt ihr locker nach... Achso, übrigens. Machbar ist dieser... Ich habe hier nebenbei noch was anderes gemacht, weil ich wollte in die Katakomben. Und mein Plan war es, da schon hier diesen Penner da dazu zu bringen, zum Feuerbandschrein zu kommen, aber das kommt ja noch gar nicht. Also das kann man komplett streichen, da ist auch einiges an Zeit draufgegangen. Ich würde mal behaupten, dieser Bild ist machbar in einer halben, dreiviertel Stunde. Also das ist wirklich keine Zeit, könnt ihr alle locker machen und ihr startet dann mit einem recht coolen Charakter. Hier sehen wir nochmal die Stats. Als nächstes würde ich halt Vitalität auf 20 bringen und dann Kondition ein bisschen pushen. Ja. Dann sage ich viel Spaß in Dark Souls. Vielleicht macht ihr euch ja auch einen Paladin. Und, nein, nicht verbeugen. Und zudem habt ihr dann eh schon geilsten Emote. Und zwar, lobt sei die Sonne. Viel Spaß in Dark Souls. Das war mein erster Bild. Yeah. Gut, bis zum nächsten Bild. Ciao. Thank you.
Thank you.